Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jo, ich heute mal auf dem Rathaus 12 Dorf, den muss ich auch noch irgendwo so ein bisschen in den Pass reinspielen. Also da fehlen mir jetzt noch etliche Punkte, aber es gab ja jetzt seit heute, glaube ich, neue Herausforderungen. Und das müsste dann eigentlich ja locker reichen bis zum Pass bzw. bis zum Passende, wobei ich mit dem Account hier jetzt auch nicht mehr so ultra viel brauche. So ein paar auch hier wieder fast. Irgendwie ist das ganz komisch, das ist ein bisschen verhext auch. Auf allen oder vielen Rathäusern muss ich immer Kanönchen machen. Also hier auch noch eine Kanone, bisschen Luftbomben sehe ich da und noch 202 Easy Mauern. Okay, und ein wenig hier unten, glaube ich, noch im Labor. Also so viel ist das auch nicht mehr. Ein Tag 18 Stunden, dann haben wir das hier auch fertig. Aber ich glaube, hier vorne müssen wir noch was machen. Ja, hier die Bogenschützin noch. Und dann haben wir die auch auf Max Level. 9 ist Gold Max Level, ja. 9 ist Max Level. Und ja, aber warum bin ich eigentlich heute hier? Weil wir inaktiv sind. Ein Clan, der aktiv ist, ist inaktiv. Okay, aktiv, inaktiv. Warum eigentlich? Es ist der Hammer. Das hat es ja auch noch nie gegeben, dass hier so ein starker Einbruch war, also irgendwie Kriseneinbruch, dass, wenn ich hier jetzt drauf gehe, beginne einen Krieg, ich kann das ja machen, dass wir 4 Leute sind, die grün sind. Es ist eigentlich der Hammer. Muss man wirklich sagen. Aber ich meine, okay, der eine oder andere spielt vielleicht eine Liga irgendwo anders mit oder ein Turnierchen oder was auch immer. Aber so viele Leute hier, die irgendwas ausbauen. Okay, hier unten Uschi und Warden, die machen eh nix. Die sind eh dauerrot. Aber der Rest hier, Chefkoch, okay, der dürfte jetzt aber, Chefkoch dürfte allerdings wieder alle Helden haben. Und Barfuß sowieso, der ist Max 10er jetzt. Ich glaube, da ist das Rathaus, das ist nicht das Rathaus. Das Labor jetzt auch fertig geworden, da musste ich noch den Erdbebenzauber machen. Aber der Rest hier, puh, ist das echt so? Ich meine, macht ihr das so stichprobenartig mal euren Clan checken? Machen die wirklich alle was? Ich meine, Robin macht tatsächlich nichts, aber vielleicht hat Robin auch nur wenig Zeit. Aber ich meine, 129 gewonnene Angriffe, das ist um 10-fache mehr als das, was ich hier spiele. Und er ist ja auch schon maxed. Aber es gibt ja doch so den einen oder anderen, die machen halt im Moment scheinbar Helden. Die machen scheinbar Helden. Und ja, deswegen ist dann so ein Trupp hier inaktiv. Obwohl, hier sehe ich so 3 Helden rumspringen. Aber man muss immer gucken, viele machen jetzt noch den King. Aber hier ist der King auch im Bau. Da unten ist der Bauarbeiter. Da sieht man jetzt gerade so witzig. Der King gefällt mir. Okay. Ja, aber viele machen jetzt den King, auch gerade die 13er, 12er, die jetzt, man, ich weiß nicht, wie ihr da vorgeht, viele leveln den King als letztes und oder leveln ihn halt an nicht priorisierter erster Stelle. Naja, was willst du machen? Aber wir sind hier nach wie vor, ich meine, ich könnte mich jetzt ja mal wieder auf grün stellen. Ich habe auch gesagt, zum Wochenende spiele ich auch wieder bei den anderen Accounts ein bisschen mehr und auch ein wenig mehr Clankrieg, aber ist schon ein bisschen, ich meine 35 von 50, das ist übrigens, das ist eigentlich in Ordnung. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir mal so ein bisschen auf Richtung 40, 45 Leute gehen könnten, aber ich wollte gerade sagen, kommt ja keiner rein, aber ich weiß eh nicht, was hier mein Tagesstalker eigentlich will. Warum will der hier ab und zu mal in den Clan, wo er doch in dem Clan, wo er hier gerade ist, sogar Anführer ist? Okay. Und warum steht mein Spiel eigentlich auf Deutsch? Das frage ich mich jetzt gerade. Okay. Ich lese immer Lieder viel einfacher als Anführer mit dem Umlaut. Und keine Ahnung, warum hier mein Dauerstalker hier ab und zu mal in den Clan rein will. Weiß ich nicht. Ich meine, er hat sich immerhin vorgestellt. Bin Max 23. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Das ist schon mal ganz in Ordnung. Und hier wird auch hier so. Chat ist auch halbtot. Naja, halbtot will ich jetzt nicht sagen, aber vor 20 Stunden hat hier der Skull geschrieben, dass er, eigentlich hätte er gesagt, er gibt kein Geld hier aus in so einem inaktiven Clan hier, aber der Pass bringt einfach zu viel. Das stimmt allerdings, der Pass bringt echt viel rein. Wir gehen mal rein, so ein bisschen in Clash of Clans hier. Wir wollen mal ein bisschen Aktivität hier zeigen, auch wenn das natürlich jetzt nur so getürkt für dieses Video hier ist. Aber dann sehen meine Leute hier, die ab und zu mal sich in meinen Kanal verlieren. Oh, der Toto, der spielt ja doch ein bisschen. Dann können wir ja auch wieder mal mitspielen oder so. Weiß ich nicht. Ich finde es ganz witzig.
So, wir müssen jetzt nur eine passende Base finden, wie immer. Searching for Opponents. Wie immer oder wie immer so oft. Und nur 13er hier im Gepäck, hier oben in Champ 1 für mich. Ab und zu kommt hier natürlich auch noch ein 12er zum Vorschein, aber mit dem hier, da sieht das schon nicht mehr so gut aus. Das war, oh, wir treffen doch mal einen 12er. Alles klar, das ist ein 12er hier. Das ist ein 12er, den können wir mitmachen oder mitnehmen. Oh Gott. Ei. Ach, das habe ich jetzt wieder verpeilt. Das habe ich gerade verpeilt, Leute. Das habe ich gerade verpeilt. Okay, dann checken wir mal was. Wir testen mal, ob wir hier irgendwie beide Feger vielleicht wegkriegen. Ob wir hier vielleicht beide Feger wegkriegen. Das wäre... Ah ne, schaffen wir nicht. Oh, wir haben den Adler geschafft. Okay, alles klar. Dann wissen wir jetzt schon mal, von welcher Seite wir angreifen könnten. Dann nehmen wir mal hier King rein und Queen rein. Und ich nehme hier mal einen Slammigen. Einen Slammer. Den schicken wir hier auch mal einfach so in die Richtung. Ich glaube, da habe ich nur ein paar Loons drin, glaube ich. Aber ich weiß, was ich hier so drin habe. Und ich habe hier auch ein paar Mauerbrecher. Nur 10 Stück, Toto. Alles klar. Okay, die gehen aber gut durch, ne? Stabil, würde ich sagen. Okay. Allerdings ist da jetzt auch noch eine ziemlich starke Queen. Den stellen wir schon mal um hier. Da haben wir schon mal den X-Bogen weg. Den X-Bogen auch. Die Luftabwehr kriegen wir auch weg hier an der Stelle. Und ich würde sagen, wir ziehen hier jetzt schon mal mit unseren Loons rein. Einmal, zweimal. Ihn hier hinterher. Eins, zwei von denen. Ganz, ganz viele von denen hier. Damit wir die Queen hier vielleicht schaffen. Damit wir da vielleicht die Queen so ein bisschen packen. Dass die so ein bisschen weggeht. Ich zünde mal meinen Worten, dass hier nicht ganz so viel passiert. Einmal ein Eilzauber hier. Komm, mach die weg, die Queen da. Wunderbar. Perfekt. Hier haben wir noch ein bisschen Cleanup für später. Und dahin. Oh, jetzt gehen da bestimmt ein paar nach außen. Und mein Babydrache macht das Rathaus da. Schafft er das? Ja. Sehr nice. Sehr nice. Okay. Na, geht doch. Funktioniert hier. Sehr, sehr cool. Aber die restlichen Loons hier, die machen mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen. Allerdings sind es ja doch noch ein paar. Okay, hier darf ich noch keinen von denen setzen. Hier könnte ich jetzt mal so ein bisschen was setzen an Cleanup. Jawohl. Und, oh, das schaffen die nicht. Ja, das müsste aber eigentlich müsste der Warden das packen. Eigentlich, ach nee, der Warden ist weg. Alles klar. Okay, ja, naja, nicht ganz. Aber immerhin haben wir noch ein bisschen von unserem Loot genommen, ne? Bisschen haben wir ihn weggenommen. Wieso ist denn der hier unten eigentlich so langsam? Ach so, weil da ist noch ein Lakai vor gewesen. Okay, da war noch ein Lakai vor. Deswegen war der irgendwie so lahmte, der so ein bisschen hinterher. Der Babydrache, schafft er das wohl noch? Babydrachen sind gut. Babydrachen sind wirklich, wirklich stark. Und der packt das allerdings nicht mehr. Okay, da waren die Lager jetzt noch, aber wir kriegen hier noch das Gold. Okay, wir kriegen noch das Gold. Ein bisschen müssen wir noch machen. Also nehmen wir das gerne mit. Was wir hier haben, 20 Sekunden. Da halte ich euch mal eben bei Laune. Ich kann mir schon mal Truppen geben, glaube ich, gleich. Denn wir machen gleich einen Erdangriff. Lass mal gerade gucken. Dann machen wir das mal so. Jo, passt so. Den nächsten mache ich gleich mal mit den Yetis, die man ja auch in einem Event hier braucht. Perfekt. Und damit könnten wir noch einen Dreisterner gebrauchen hier für den Tagessieg, würde ich mal so sagen. Die nehme ich jetzt nicht nochmal. Die muss ich nämlich nicht nochmal machen, habe ich festgestellt. Wir nehmen mal den Slammer, den nach vorne und nehmen mal eine andere Armee hier. Was könnte ich mir denn eigentlich mal antun? Ich glaube, ich könnte diese hier mal nehmen. Dann nehmen wir mal ein paar Bedspells mit. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 5 Stück reichen. Dann nehmen wir zwei davon, einen in der Clanburg. Einmal so einen, glaube ich. Und einen davon. Ist da irgendwas schiefgelaufen? Ne, passt. Passt so, wir nehmen die mal. Und das. Jo, passt alles ganz gut. Dann können wir das auch mal anfordern eben. Einmal Boden und Wutzauber, würde ich sagen. Wir wuten da mal durch und jetzt muss ich mal eben checken, Wutzauber habe ich da gekriegt, einmal da und dann kriegen wir da ein bisschen was. Was haben wir hier jetzt schon drin? 25, 27, nehmen wir noch einen Mauerbrecher und einen Bogi. So.
Und ihnen spenden wir eben mal was. So läuft das hier, Leute. In so einem inaktiven Clan. Eben mal 2 Gems hier für den Mortus ausgeben. Und dann mache ich einen kurzen Cut. Muss einen kurzen Cut machen. Den brauche ich eigentlich gar nicht. Wollte hier eigentlich ein bisschen boosten. Damit wir das hier auch mal adäquat schaffen. Hier wollte ich den so ein bisschen in Boost bringen. Oder brauche ich gar nicht? Ne? Ach, brauche ich gar nicht. Sehe ich. Ich sehe es gerade so an der Uhrzeit. Ich mache jetzt einen 23-minütigen Cut. Oder vielleicht doch nicht ganz so lange. Pass mal auf. Wir finden hier jetzt 23 Minuten lang das Nachtdorf hier. Oder wir erfinden das Nachtdorf 23 Minuten lang. Und dann können wir ja hier auch noch unseren Tagesstern holen. Die schicke ich eigentlich erst immer in zweiter Reihe, die Ballons, damit die in jedem Fall in der Base sind und die Skelette nicht schon an irgendwelchen Mauern rumknabbern. Deswegen nehme ich die immer erst dann, wenn so die erste Reihe weg ist. Hier hatte der jetzt etwas weniger Mauern rein. Dann sind die Skelette sofort hier mit in der Base. Bei diesen fürchterlichen Rumgespamme der Minions hier. Also, ja, die heißen ja gar nicht Minions hier, ne? Todeslakaien. Ah ne, Todeslakaien heißen die auch nicht. Ja, genau. So heißen die. So ähnlich. Und dann schaffen wir das hier. 100% werden das. Hurra. Perfekt. Das freut mich mal wieder für mich. Für mich natürlich jetzt, ne? Das freut mich für mich. Das ist früher. Oh, komm. Ja, das kann ja nichts mehr auf mich schießen, sondern nur auf meine Minions. Perfekt. Also perfekte Ansage hier vom Toto. Komm, mach das mal weg da. Da muss ich nicht noch durch eine Mauer durch. Weil es ist ja jetzt auch immer ein Zeitproblem. Wenn mich mein Gegner jetzt auch auf 100% ballert, dann kommt es ja auf die Zeit an. Bin ich schneller als er oder war er schneller als ich? Oder andersrum. Kann ich nochmal zünden. Denn der Minion hier, ah, der schafft das nicht ganz alleine. Der schafft das nicht ganz alleine, aber die war schon angehetet und 100% hier gemacht. Perfekt. Und da er länger braucht, auch wenn er mich jetzt zu 100% macht, habe ich schon gewonnen, weil ich schneller war als er. Mal gucken. Aber der macht auch keine 100%. Okay. Also ist es Latte, was gerade passiert hier. Ich habe eh gewonnen. Und dann können wir den hier auch heute mal abräumen, würde ich sagen. Oh, ich habe 2 Bobs frei. Ich mache eigentlich immer gerne, ganz, ganz gerne die teuren Sachen, die so lange laufen hier mit dem Otto. Oder halt nicht mit dem Otto. Megamine, Mauer, ah, da muss man ein bisschen sparen. Okay, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Dann mache ich jetzt den befürchteten Cut und dann sehen wir uns im inaktiven Clan hier zum zweiten Angriff wieder. Meint ihr, so ein Scattershot ist ziemlich stark? Ich weiß jetzt gar nicht, auf welchem Level die sind hier. Aber den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit. Und was kann man sich eigentlich eher geben? Eher das Ganze, die ganze Zeit das Geballere auf den von der Adlerartillerie, oder kann man sich eher geben, dass man vielleicht wir machen das mal so. Wir machen das mal so. Eigentlich macht man es anders, aber wir machen das mal so. Den muss erstmal auf darstellen. Und ich habe natürlich, ich habe doch ein paar Loons dabei. Alles klar, ich habe doch ein paar Loons dabei. Ich habe doch ein paar Loons dabei. Perfekt. Und dann haben wir hier jetzt alle Heiler hinter, jawohl. So, ich muss mal eben gucken, wo wir weiter funneln können. Die Maschine kann, glaube ich, mal hier durchfahren. So, ich nehme noch Mauerbrecher mit, ja. Oh, shit. Meine Heiler. Eieieiei. Okay, jetzt sind die Heiler on top. Alles klar. Jetzt sind die Heiler on top. Perfekt. Aber mein Warden ist fast hinten. Alles klar. Shit. Okay, mein Warden ist fast hin. Mein Warden ist hin. Obwohl, der hat jetzt die Selbstzündung dann gehabt. Ne? Oh. Was haben wir denn hier eigentlich drin? Die Scattershots tun doch ganz schön weh. Oh, den einen haben wir wenigstens gerade noch gepackt. So, damit die nicht nach außen laufen jetzt, sondern nach da rein. Kommt, Leute, Richtung Rathaus noch so ein paar Prozente machen. Okay, Queen ist schon mal dabei. Habe ich auch gerade noch so zünden können. Alles klar. Oh, da hinten nochmal eine nette Tesla-Farm. Okay. Dann friesen wir hier nochmal den Inferno und das Rathaus, ob die Queen das schafft. Oh, schwierig. Gar nicht mal so einfach. Ich meine, einen Stern haben wir. Einen Stern haben wir und auch also 600.000 Gold, glaube ich, haben wir gekriegt. Oder 300.000, ne? Ich weiß jetzt gar nicht. Aber egal. Wir haben in jedem Fall gewonnen, haben unseren
Stören gemacht hier. Obwohl wir haben jetzt... Ich habe jetzt nur einen gemacht. Okay, ich wollte drei machen. Na egal. Das kriegen wir noch hin hier. Ich inaktiver hier. So, den nehmen wir noch mal raus. Und das mache ich allerdings jetzt nicht mehr mit euch im Video. Das mache ich im Livestream, Leute. Habt ihr verpasst? Müsst ihr vorbeigucken auf Twitch TV. Damit mache ich jetzt mit dem Account hier heute Abend so ein bisschen weiter. Und wenn ich das nächste Mal auf dem Account bin, dann habe ich sicherlich auch... Obwohl, warte mal, wir können ja eigentlich... Ah, die muss ich leer machen hier. Oh, die muss ich leer machen. Alles klar, dann kriegen wir das Kanönchen doch noch angeschoben. Dann können wir mal eine Kanone noch machen. Eine Kanone und ich würde sagen, wir machen ruhig eine Mauer. Bis dahin kriege ich in jedem Fall noch genug. Oder aber ich mache die einfach mal ganz leer. Ah, ich habe nur noch Dunkles, alles klar. Ja, 9 Mille. Ein bisschen brauche ich hier morgen fürs Labor. 9,2. Weil ich heute Abend mit diesem hier farme. Machen wir noch eine zweite Mauer. Dann haben wir, glaube ich, 200 auf dem Kopf, ne? Jo, passt so. Super. Jo, mal sehen. Mal sehen, wie lange wir hier noch inaktiv sind. Ich werde jetzt, glaube ich, diese ganzen Accounts hier jetzt aktivieren. Also auch mein Elver und so weiter. Mal sehen. Das werdet ihr dann am Wochenende sehen. Ich hoffe, ihr kommt gut ins Wochenende rein, wollte ich gerade schon sagen. Aber heute ist das Donnerstag, ne? Also dauert es ja noch einen Tag. Alles klar, Leute. Dann seht ihr mich doch nochmal. Aber trotzdem, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Glocke einstellen, dass ihr nichts mehr von mir verpasst. Bis dahin, Leute. Danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Bestimmt.